Wir haben Alarm, typische Störungen auf der Baustelle, deaktivieren durch Drücken und Halten. Wir können im Display sehen, Drehfeldfehler. Das bedeutet elektrisches Problem durch Einspeisung. Das heißt, die Einspeisung hat das falsche Drehfeld. Hier gibt es einmal linksseitiges und rechtsseitiges Drehfeld und wir brauchen für unsere Steuerung dauerhaft rechtsseitiges Drehfeld. Wir haben hier eine 400-Volt-Einspeisung. Bei 400-Volt-System, also Dreiphasensystem, habe ich L1, L2, L3 und tausche ich L1, L2, also immer zwei Phasen gegeneinander aus, ändere ich das Drehfeld in die andere Richtung. Dieser Fehler kann behoben werden durch einen Elektriker. Vor Ort natürlich meistens schwierig, gerade bei Gewerkeübergang, dass ich keinen da habe. Das Gute ist bei der Steuerung und bei unserem System kann ich sowas per Hand als Handwerker selber machen. Ja? Hierfür habe ich unseren Stecker. Jetzt sehen wir hier vorne die Phasen. Das sind jetzt zwei Phasen. Und mit einem normalen Schraubenzieher, handelsüblich, kann ich hier vorne durch Einstecken und Drehen diese Phasen tauschen. Sehr einfach, dauert nicht lange. Dafür brauchen wir kein Elektriker zu sein. Das ist nur Handwerk, mehr oder weniger. Ich verbinde das wieder. Wir sehen sofort, die Alarm-LED ist erloschen. Der Fehler ist sozusagen behoben. Ganz wichtig, wir überprüfen nur die Drehfeldseite von dem Eingang, ja, also wirklich von dem 400-Volt-Eingang. Wir wissen damit nicht, oder die Steuerung weiß nicht, ob die Pumpen richtig herumlaufen. Ja. Also eine Drehfeldstörung eingangsseitig, ob die Pumpen links oder rechts rumlaufen, kann die Steuerung so nicht überprüfen. Das ist ganz wichtig. Wird oftmals falsch gemacht, weil gedacht wird, wenn die Steuerung dazu nichts sagt, läuft die Pumpe in die richtige Richtung. Das kann zu Problemen führen, gerade bei Freistrompumpen, die da doch relativ unempfindlich sind. Ich sag mal, bei Kanalradpumpen hört man sofort, ob die richtig oder falsch herumlaufen. Was wir jetzt hier sehen, die Störung ist behoben. Sie ist hier noch im Speicher drin, ist kein Problem, können wir so lassen. System geschlossen und Fehler ist behoben.